Einen wunderschönen Montagmittag wünsche ich euch, ihr Lieben. Hier ist eine neue Folge LS22 auf der Rehbach im RP-Projekt. Zusammen mit meiner Möglichkeit, dem Andreas Kuber. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. So. Ja. Jetzt ist es schon wieder 2 Wochen her, wo wir uns gesehen haben. Ist wieder mal eine Woche ausgefallen. Weil die Jungs keine Zeit hatten, beziehungsweise wir einfach zu wenig waren. Deswegen wurde das einmal ausgesetzt. Ja, ihr habt es gesehen, ne? Also erstmal noch vielen lieben Dank, ihr Lieben, trotzdem, dass ihr noch fleißig zuschaut, euch das Projekt gefällt. An dieser Stelle, ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank. Danke für die Daumen nach oben, danke für die lieben Kommentare und natürlich auch danke für alles einfach. Danke für alles einfach. So, wir hatten ja das letzte Mal, ich muss den erstmal ausmachen hier. Im Übrigen, das städtische Unternehmen hat endlich mal meinen Traktor wieder vom Dach runtergeholt. Ja, also jetzt steht er wieder hier. Genau, der Schorsche Scheidle hatte ja seinen Traktor hier zur Wartung gegeben. Das hat mal im Moment erledigt gehabt. Der ist dann jetzt auch schon wieder weg. Den hat er schon abgeholt, zwischenzeitlich. Und ja. Ansonsten würde ich mich nämlich jetzt erstmal rumtelefonieren und zwar nämlich einmal den Heiner anrufen. Das machen wir jetzt nämlich als erstes. Und wir würden dann auf jeden Fall noch den Andi anrufen. Beziehungsweise wir können den Andi erstmal anrufen, weil sein Ballenwagen ist nämlich da. Können wir nämlich da gleich erstmal mit ihm callen. Wollen wir mal gucken, ob wir was rankriegen, beziehungsweise, nee, wir machen das erstmal ganz anders, wir gehen erstmal zum, wir telefonieren mit Jonas. Eda. Polizeipräsidium Rehbach, Gruber am Apparat, schönen guten Tag. Och nee, jetzt schon wieder. Hallo. Was gibt's? Ja, wie, in meinen Akten liegt vor, dass sie zu schnell gefahren sind und ich wollte da mal nachhaken, was da los ist. Ja, das liegt, der Tatbestand liegt darin, also der Sachverhalt liegt darin, ich kann es. Sehr schön. Ja, ich wollte einfach nur mal hören, wie es dir geht. Was macht dein neues Spielzeug? Ja, gut. Gut, gut, gut. Für das neue Spielzeug bräuchte ich auch noch eine Kassenquittung, falls mal Reklamationen sind oder so. Ja, die Quittung kriegst du, Rechnung kriegst du keine. Juhu! Ich habe mir überlegt, geht auf meinen Nacken. Oh. Ich bin mal so sozial, weißt du, so. Ich denk mir so, als vorweihnachtliches Geschenk. Also, als ich bei dir weggefahren bin, ne? Ja. Da habe ich vorne noch an der Straße noch einen Andi getroffen und da haben wir uns noch unterhalten. Da kam dann der Kevin über den Hof. Ja. Ah, also er hat es runtergespielt, aber ich glaube, es hat ihn schon ein bisschen geschmerzt, glaube ich, als er dann seinen Dealer erkannt hat. Kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Ja, gut. Ja, ich komme im Laufe der Woche nochmal bei dir vorbei. Können wir nochmal kurz schnacken. Ich krieg gerade Besuch hier. Jo, alles klar, dann bis später. Okay, ciao. Bis dann, ciao. Na, hör mal, was ist denn hier los? Ja, aber hallo, wo bist denn du? Ich bin hier hinten. Hallo, Herr Gruber. Hallo, Herr Scheidle. Ich Na, grüße Sie. Was macht die Kunst? Ja, alles gut. Das städtische Unternehmen hat endlich mal meinen Traktor wieder runtergeholt. Gut. Ah. Ja. Du hast doch ein Schneidwerk für mich. Ja, ich wollte... Wo bist du denn? Ah, da bist du. Ganz blind noch hier. Ja, ich wollte dich sowieso noch anrufen, dass dein Schneidwerk da ist. Ja, und für ich habe jemanden mitgebracht. Ja, den Heiner, den Schorsche. Nein. Nein, den hast du... Hier. Da, ja. Da. Guten Tag, Herr Gruber. Schönen guten Tag. Mein Name ist Hans Bergmann. Wir hatten schon mal telefoniert. Ah, richtig, richtig, genau. Das war der Käufer für den Hof von meinem Sohn. Richtig. Richtig. Wir sollten vielleicht mal von der Straße runtergehen. Richtig, genau, da war ja was. Ja. Ja, genau, Rechnung hatte ich dir ja schon mal geschickt gehabt, ne, was der Hof kosten sollte.
Ja, ich glaube 1,5 Millionen waren es. Genau. Das kannst du mir dann einfach überweisen. Und dann hole ich jetzt gleich. Raudi. Raudi, guck dir mal die schöne Maschine hier an. Genau, und dann gebe ich dir gleich die Schlüssel dafür und dann kannst du an den Hof dann beziehen. Ich kenne dich doch. Das ist kein Problem. Kühe sind komplett versorgt und alles, also darum habe ich mich noch gekümmert gehabt. Ein paar Maschinen hast du auch stehen gehabt. Ja. Ja, genau. Kannst du dann so sagen, ich hatte alles Probleme beim Einsteigen. Ready und starten. Okay. Lass mich mal eben kurz hier rückwärts. Warte mal, ich hol dir mal den Schlüssel. Nee, das ist ja Kevin. Ich muss sowieso mal eben ganz kurz zum. So. So, hast du hier einmal Schlüssel und Papiere. Ich dachte schon, da geht er zum Maschinenhandel, muss jetzt überweisen, ne? Genau. Musst du mir dann einmal überweisen, das Geld, und dann. Jetzt kann ich auch. Ah, die Tür geht wieder, wunderbar. Genau. Ah, was habt ihr denn vor, Jungs? Kannst du mir das einmal überweisen, dann gehört der Hof dir. Wir wollten jetzt Häckselparty. Geld ist raus? Genau. Jo, wunderbar. Ach, ihr wollt Häckselkarte machen. Überwiesen, genau, wunderbar. Ah. Wir haben jetzt sehr schön. Wir hatten Schneidwerk wegen den Papier. Oh, der Kuba vor sich. Oh, gleich platt. Oh, was ist das denn da vorne? Ist das neu? Ja, das ist für die Pappeln. Oh, das ist genau. Das ist schick. Ja gut, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann meine Nummer. Wie komme ich denn jetzt zum Hof hin? So. Und zwar, wenn du mal dein Navi aufmachst. Ja. Fährst du hier hinten links die Straße hoch? Keine, heute nicht ganz Richtung, richtig. Richtung Feld 27. Warum? Ihr habt doch gesagt, da ist dann der Hof. Achso, habe ich nicht gehört. Ja. Da findest du dann den Hof. Ihr macht Pappeln-Action heute. Okay. Ja. Also wenn du möchtest, darfst du gerne mitmachen. Genau, 26 und dann links davon. Ja, ich muss auch eben... Ist die 27 und genau dazwischen. Bisschen Herbizide spritzen, dann würde ich noch dazu stoßen nachher. Alles klar. Du Wo seid ihr denn? Auf welchem Feld? Ah, ja. Ich bin 20. Genau, und da ist dann der Hof. Siehst du gleich dann. Da weiß ich nicht mehr. Guck mal an, was mir dann fehlt. Genau, und dann meldest du dich ja auch. Nächster Wagen steht hier noch einer. Alles klar, wunderbar. Und auch bei uns auf dem Hof steht auch noch einer in der Garage. In Pöttinger, so einer wie ich hinten dran habe. Warte, Häckselparty. Ich bin dabei. Brauchen wir einen Ladewagen oder was? Wenn du einen brauchst, dann steht noch einer auf dem Hof. Achso, also die Pappeln nur mit Ladewagen? Ja, ich schätze mal schon. Ich habe keine Ahnung, ich habe nur die Pappeln gemacht, bin ganz ehrlich. Wer ist er denn? Der ist der Neue. Neue? Ja, der hat ja nichts. Hof übernommen jetzt gerade. Ist so er schon wie verkauft? Ja. Oder muss ich da ja nachher mal vorbeifahren, wie ich mir vorstellen? Herr Gruber. Herr Gruber. Ja. Ich hab dir da auch noch zwei Fahrzeuge hingestellt, nicht wundern. Ja, ist in Ordnung, alles gut. Gruber? Ja, dein Ladewagen ist da. Kannst abholen. Ja, kannst abholen. Okay, hast du für den anderen noch was gekriegt, ne? Eine müde Mark habe ich noch gekriegt dafür. Ja, dann kriegst du einen 50 Pfennig für den neuen. Ja, genau. Ich mach das dann fertig. Alles klar. Ja, alles klar. So, auf geht's. Häckseln. Häckseln. Jo, ich gehe hier beziehe Spritzen. Ich spritz alles weg. Viel Spaß. Danke. Häckseln. Der Heiner. Bist aber auch froh, dass das so reibungslos funktioniert hat, oder? Das hat ja, auf jeden Fall. Der hat sich auch ziemlich früh gemeldet gleich. Das ging echt ruckzuck. Es hat keine Woche gedauert, da hatte ich schon auf die Anzeige, hatte ich schon den Anruf. Krass. Das ist schon echt übel, also es ist wohl echt heiß begehrt hier, die Höfe. Aber gut, so bin ich das Laster einfach los jetzt, ne? Ja, klar.
Gucken, ob es überhaupt geht. Ich weiß gar nicht. Nee, er schießt nichts in meinen Anhänger rein, oder? Baut nicht so aus, ne? Nee. Das ist ja merkwürdig. Und bei dir? Kennt ihr die keine Hackschnitzel? Nee. Ich glaube, die nehmen keine Hackschnitzel. Ich will das ist ja keiner, oder? Ja, woran sagen, eigentlich müssen sie es können. Nö. Nee, könnte sie nicht. Doch, eigentlich schon. Nee, nur Häckselgut. Also wenn ich da reingehe, Bettinger Jumbo, Gras, Zuckerrohr, Hackschnitzel, Mischration, Stroh, Silage, Heu, Häckselgut. Bei Ladewagen? Warte, ich guck mal mit ins Tablet. Schnitzel ja tatsächlich, also die, wo wir haben, die müssen, also den, wo ich dran habe, der müsste auf jeden Fall können. Häng mal der Krampe noch, ob der das kann. Fahr mal einen Meter. Vielleicht kann das der Fendt einfach nicht. Hä, meiner kann das auch. Laut Tablet. Nee, ich meine der Dings da. Ach, der Fendt? Oh mein. Der Katana. Aber doch, anderes. Das wäre ja. Hä, das ist ja, warte mal. Ich guck da mal gerade ins Tablet mit rein. Der Katana nee. Kann das. Doch, müsste. Steht gar nicht. Ja. Das ist ja. Hä, das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich denke mal, der Krampe, ja, aber es langsam. Ja, oder? Mark Wurten. Der sucht aber keinen Wagen nicht, also irgendwas ist nicht richtig. Vielleicht muss man den mal zurücksetzen, einfach. Vielleicht gibt's in dem. Warte mal, ich fahr mal hin zum Hof, ich hab da noch einen anderen Anhänger stehen. Ja, warte mal, ich bin doch schon ja, am Hof. Schasch, halt was? Schon. Ist doch gut. Oh. Ah. Weiß mich. Fahr doch nicht über die Bäume, die können auch nichts dafür. Doch. Die muss man umarmen und lieb haben. Nee. Nee. Bäume sind Brennholz. ja. Achso, doch der. Den Krampe meinst. Den Meißen. Pleiten, Pech und Pannen. Nee, Kräfte, das ist ja extra Schneidwerk von Pappel. Eigentlich. Oh. Oh, aber eigentlich hat uns die Stunde schon geschlagen. Ja. Dann du abmoderieren. Jo, dann war's das für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Und
schaut bei den anderen vorbei. Lasst auch gerne einen Kommentar und ein Like da. Und wir sehen, hören uns hoffentlich morgen. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüssi.